Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Gestern kam die Meldung vom Statistischen Landesamt, die Inflationsrate in Hessen sei im März auf 8% gesprungen. Das ist der Höchststand seit 48 Jahren und auch noch einmal höher als der Bundesschnitt, der derzeit bei 7,3% liegt. Die Kosten für Heizöl stiegen gegenüber dem Vorjahr um 145%, Erdgas um 78% und Kraftstoffe um 51%. Strom im Schnitt um 19% für Neukundinnen und Kunden deutlich mehr. Und das alles trifft die Menschen, die sowieso schon wenig Geld haben, überproportional hart. Denn sie geben den größten Teil ihres Einkommens für Lebenshaltungskosten wie Energie und Lebensmittel aus. Und die Lebensmittelpreise schießen ja mit in die Höhe. Das macht die Energiepreise zur sozialen Frage dieser Tage. Es macht sie zum existenzbedrohenden Problem für sehr viele Menschen. Und wenn Menschen vor der Frage stehen, ob sie sich entweder Essen kaufen oder heizen wollen, dann ist das nicht nur ein soziales Problem, sondern dann widerspricht das ganz grundlegend dem Menschenwürdegebot des Grundgesetzes. Schon im letzten Jahr wurden Gas- und Stromtarife teils drastisch erhöht. Die Grundversorger haben zum Jahreswechsel teilweise juristisch fragwürdige Neukundentarife eingeführt, die einen um ein Vielfaches teurer waren als die bisherigen. Und die vielen tausenden Menschen, die von Billiganbietern gekündigt wurden, weil sich deren Geschäftsmodell nicht mehr trug, wurden dem auch unterworfen. Aber auch diejenigen, die umgezogen sind und deshalb einen neuen Vertrag abschließen mussten. Strom und Heizen sollten kein Luxus sein, sondern sie sind existenzieller Bedarf wie eine Wohnung oder Trinkwasser. Und diese Grundversorgung den Kräften des freien Marktes zu überlassen, das stellt sich spätestens jetzt offensichtlich als Fehler auf. Denn natürlich ist die ganze Situation auch eine Folge der Liberalisierung und Deregulierung des Strommarktes. Alleine die 5 größten Energiekonzerne, E.ON, RWE, Uniper, EnBW und Vattenfall, haben im Jahr 2020 Gewinne von mehr als 9 Milliarden Euro gemacht. Mittlerweile stehen Sie bei der Bundesregierung Schlange und bitten um Milliardenhilfe aus Steuergeldern, weil Ihre Termingeschäfte nicht aufgehen. Es läuft so, wie so oft. In guten Zeiten werden die Gewinne privatisiert, und in schlechten Zeiten werden die Verluste sozialisiert. Und wenn es ernst wird, dann springt der Staat sogar ein und kauft sich zurzeit bei nicht profitablen Unternehmen ein. Unser Bundeskanzler, der hätte das in früheren Jahren staatsmonopolistischer Kapitalismus genannt. Aber solche Ausdrücke will ich natürlich gar nicht in den Mund nehmen. In diesem Hohen Haus ist man ja schon Kommunist, wenn man die Rente erhöhen möchte. Und gleichzeitig werden Hunderttausenden Menschen Strom und Gas abgestellt, weil sie im Zahlungsverzug sind. Und das nun geplante Entlastungspaket der Ampel-Bundesregierung ist ein bunter Strauß. Für alle Ampel-Klientel ist ein bisschen was dabei. Es gibt eine Einmalzahlung für Arbeitnehmerinnen, Leistungsbeziehende. Und für 3 Monate, voraussichtlich im Sommer, gibt es verbilligten ÖPNV. Dazu sagen wir ein bisschen bürokratisch, aber besser als nichts. Und es gibt 30 Cent Rabatt auf Sprit. Ich zitiere hier mal aus Hart, aber unfair. Herr Plasberg sagt zu Herrn Lindner: Herr Lindner, haben Sie nicht im Blick gehabt, dass Ihr Tankrabatt die Besserverdiener bevorzugt? Antwort von Lindner: Doch. Ich frage mich, weiß der Plasberg nicht, dass der Lindner in der FDP ist? Sozial und ökologisch ist es doch sehr fragwürdig, wenn den Menschen mit den dicksten Autos am meisten Geld zugeschossen wird. Wer den größeren SUV fährt, den er sich selbst ausgesucht hat, der braucht keinen Tankrabatt von der Gesellschaft.
Und außerdem stellt sich beim Tankrabatt die Frage, wer hier wirklich unterstützt wird. Denn der Ölpreis liegt auf einem Niveau um die 100 Dollar, auf dem er vor etwa 10 Jahren über mehrere Jahre lag. Und dennoch sind die Preise an den Tankstellen viel weiter in die Höhe geschossen. Hier liegt zumindest der Verdacht nahe, dass sich die Mineralölkonzerne als Kriegsgewinnler betätigen. Das auch noch mit einem Steuerrabatt zu belohnen, das scheint mir nicht besonders sinnvoll. Wir haben dazu Alternativen, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV, das ist gut gemeint. Aber zum einen stöhnen die Verkehrsbetriebe ja nun schon unter dem organisatorischen Aufwand, mal eben ein ganz neues Ticket zu kreieren, von dem die Gültigkeit noch gar nicht ganz klar ist. Und zum anderen droht ein Rabatt für 3 Monate über den Sommer zu einem Strohfeuer zu werden, das keinen nachhaltigen Effekt hat, wenn es danach einfach so teuer wie bisher weitergeht. Deswegen, wir haben vor einigen Wochen bereits ein Sofortprogramm gegen die hohen Energiepreise beantragt, als mitten im Winter die Gaspreise durch die Decke gingen. Und jetzt hat sich die Lage noch einmal zugespitzt. Also sage ich noch einmal, das Land muss sich mit den Kommunen und ihren kommunalen Energieversorgern zusammensetzen. Wir müssen einen Weg finden, die Preise für Strom und Gas auch für Neukunden auf einem bezahlbaren Niveau zu halten. Auf Strom- und Gassperren ist dabei zu verzichten. Wir müssen als Politik sagen, es ist unser Wille, dass jeder Zugriff auf diese Existenzgrundlagen hat. Und wir finden dann auch Wege dazu. Und die Landeskartellbehörde, die muss einen genauen Blick auf den Energiemarkt werfen, die Energieanbieter, die mit besonders krassen Preissprüngen und fragwürdigen Neukundentarifen auffielen, müssen einem Preisprüfungsverfahren unterzogen werden. Und wenn die Benzinkosten steigen, muss es bezahlbare Alternativen geben. Die Fahrpreise müssen runter. Konsequent wäre es, die Preise dauerhaft zu senken, statt nur für 3 Monate, und zwar schrittweise bis hin zum Nulltarif. Und dabei muss das Land genauso Mittel zum Ausgleich der Fahrgeldausfälle bereitstellen, wie wir auch über eine zusätzliche Arbeitgeberabgabe nachzudenken haben. Und zugleich muss das ÖPNV-Angebot ausgebaut werden, gerade im ländlichen Raum und dort auch abends und am Wochenende. Dabei geben wir zu, Infrastrukturausbau schaffen wir nicht als Sofortprogramm, aber man könnte mal sofort anfangen. Das Land muss dringend im Bundesrat aktiv werden, um sich dort für Entlastung und ein gesetzliches Verbot von Energiesperren einzusetzen. Die sozial ungerechte Pendlerpauschale sollte in ein Mobilitätsgeld, dessen Höhe nur von der Entfernung der Wohnung zum Arbeitsplatz ist, ausgezahlt werden. So würden nicht alle Menschen mit dem höchsten, nicht die Menschen mit dem höchsten Einkommen am meisten profitieren. Und außerdem, ich sage das, außerdem müssen die Vermieter am CO2-Preis beteiligt werden. Die Höhe von Wohngeld, aber auch Grundsicherungs- und Asylbewerberleistungen müssen den gestiegenen Kosten angepasst werden. Abschließend noch eine Bemerkung. In der Debatte sind ja jetzt Sofortmaßnahmen. Aber grundsätzlich müssen wir bei der hier diskutierten Inflation auch über die Entlohnung nachdenken. Ich will hier und kann hier auch den Forderungen der Gewerkschaften nicht vorgreifen. Aber als öffentliche Hand sind wir ja auch Arbeitgeberseite. Und als solche müssen wir schon darüber nachdenken, wie die Reallohnverluste, die sich auch als Nachfrageproblem darstellen, kompensiert werden können. Und da dürfen auch zweistellige Lohnerhöhungen kein Tabu sein. Im Moment streiken die Erzieherinnen und Erzieher und stehen auf der Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz. Es wäre doch schön, wenn wir Ihnen aus dem Parlament gemeinsam solidarische Grüße übersenden könnten. Allerdings ist es wahrscheinlich schlecht, wenn jetzt alle solidarische Grüße übersenden und hinterher kommt nichts. Meine Damen und Herren, die Energiepreise sind nicht einfach irgendein Marktgeschehen. Sie betreffen direkt die Existenzgrundlage vieler Menschen im Land. Und sie verstärken soziale Ungleichheit, weil sie gering und Normalverdienerinnen und Verdiener überproportional treffen. Und wir können uns darüber streiten, was die richtigen Maßnahmen sind, aber nötig sind schnelle Maßnahmen. Dass die Koalition hier heute einen Antrag vorlegt, erneuerbare Energien sind das Mittel gegen Energiepreise, ist nicht ganz falsch.
aber auch nicht hinreichend, dass sie als Lösung gegen Energiesperren auf das Beratungstelefon der Verbraucherzentrale verweisen, ist doch eher ein Fall angewandter Politikverweigerung. Die Landesregierung könnte mehr tun, und sie müsste auch mehr tun. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die freundliche Sympathie und die Aufmerksamkeit.